Schlaf ist lebensnotwendig. Zu wenig davon macht auf Dauer krank. Das Immunsystem wird geschwächt, die Leistungsfähigkeit nimmt ab. 24 Stunden ohne Schlaf wirken wie etwa 1 Promille Alkohol. Im Schlaf regenerieren Körper und Geist. Die Balance zu finden ist heute nicht immer einfach. Dunkelheit ist die Grundvoraussetzung für einen erholsamen und gesunden Schlaf. Außerdem ist eine geräuscharme Umgebung wichtig. Licht und Lärm, beides stört die nächtliche Ruhe. Schlechte Schläfer haben dann ein Problem. Mit dem Einsetzen der Dunkelheit beginnt die Zirbeldrüse, erbsengroß in der Mitte des Gehirns, das Hormon Melatonin auszuschütten. Es reguliert den Tag-Nacht-Rhythmus. Das Gehirn kühlt sich ab, die Gefäße öffnen sich. Der gesamte Körper wird so auf Nacht und Schlaf eingestimmt. Smartphones, Computer und andere leuchtende Geräte stören unseren Schlaf. Vor allem die Blautöne werden von den Rezeptoren der Netzhaut wahrgenommen. Das hat eine besonders starke Signalwirkung auf die Zirbeldrüse. Sie glaubt, es sei Tag und stoppt die Melatoninproduktion. Es ist bisher keine Spezies entdeckt worden, die keine innere Uhr hat auf die eine oder andere Weise. Das sind so zentrale Mechanismen biologischer Systeme, die Vorhersagen erlauben, wann der nächste Tag beginnt. Das ist evolutionär rein plausibel wichtig. Ich muss wissen, was kommt als nächstes auf mich zu. Der Körper bereitet sich noch, während wir in den letzten Träumen liegen, darauf vor, gleich in ein paar Minuten aus der Horizontalen in die Vertikale aufgerichtet zu werden. Das kostet Energie, das ist Kraft, da muss Energie bereitgestellt werden. Und dafür brauchen wir Vorhersagemechanismen. Das sind diese inneren Uhren, die in uns ticken und minutiös vorhersagen, wann was am Tag passiert.